Ja, willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung bei ETS2 Multiplayer. Ja, wir stehen hier doof auf dem Seitenstreifen rum, während da hinten gerade einer angefegt kommt. Ich mache mal lieber den Warnblinker an. Aber der hat uns auch so gesehen. Der Fischkopf. Wer kommt da? Der Adam. Naja. So, wir wollen nach Prag. 90 Kilometer vor uns. Wollen wir mal die Maschine starten? Die Bremse lösen? Denn so weit ist das ja nun mal nicht mehr. Oh, ein bisschen beschleunigen. Und dann müssen wir uns gleich mal richtig einordnen, wenn wir ein bisschen Schwung haben, damit wir keinen im Weg stehen. Ja, von Hamburg auf dem Weg nach Prag. Knapp 90 Kilometer noch vor uns. Das ist nicht mehr so die Welt. Anscheinend jetzt auch nur noch über Autobahn, denke ich, hoffe ich. Eigentlich hoffe ich. Denken weiß ich nicht. Lass uns überraschen. Auf jeden Fall, das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, wir fahren ein Iveco 310 PS. Und wir wollen nach Prag. Das reicht ja eigentlich schon mal. Und wir wissen, wir müssen auf die linke Spur, damit wir auch richtig fahren. So. Ja, Beschleunigung mit 310 PS und ich glaube etwas über 20 Tonnen hinten Ladung. Da kann man jetzt keine Wunder erwarten. Erwarten wir von unserem kleinen Iveco jetzt auch nicht. So, gefährliche Kurven. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht so viele Sorgen machen, weil so schnell sind wir noch gar nicht hier so bergauf. Naja, es waren doch schon 60. Wahnsinn. Er gibt sich alle Mühe. Er ist tapfer dabei. Da kann man nicht meckern. Mehr kann man mit Level 4, den der Charakter hier im Multiplayer hat, auch nicht erwarten jetzt. Also stärkeren Motor bei Iveco gab es auch nicht. Klar, ich hätte jetzt einen Volvo nehmen können, der hat dann schon stolze 460 PS, aber ich bin so oft schon so viel Volvo gefahren. Ich wollte auch mal was anderes machen. So, was macht ihr da? Was wird das? Ihr wisst, was ihr hier tut? Oder nicht? Oder doch? Ihr wisst doch, wo ihr so hin wollt? Mehr oder weniger. Tja, da war das natürlich in den anderen Folgen früher jetzt nicht so. Ja, das war mal knapp, Kollege, ne? Fahr mir bloß nicht in meinem bildhübschen Iveco. Auf der Autobahn ist halt doch immer etwas mehr los. Kommt der nächste angepfeffert. So viele Solo-Maschinen, da bin ich eigentlich immer so ein bisschen vorsichtig. Solo-Maschine ist immer wie Kamikaze-Pilot für dich. Die haben nichts zu verlieren. Hey, bleib auf deiner Spur. Halt mal ein bisschen Abstand. Der leckt auch so ein bisschen vor sich hin. Der Adam. Oh. Oh, ein paar mehr hier unterwegs, ne? Also, dafür, dass ich hier mit dem 17er Pin rumgondel, sind alle anderen irgendwie so bei 300, 600. Ja. So eine Massenansammlung findet man eigentlich sonst nur in den Städten, aber nicht mitten irgendwo im Tunnel.
Das macht das auch gerade hier für mich mit Aufnahme dann ein bisschen laggy wieder. So, der nächste mit Schwung. Also nicht wundern, ich habe das Gaspedal schon ganz durchgetreten hier die ganze Zeit. Aber da wir vor der Steigung eben bisher noch abgebremst haben, ist das jetzt hier so beschleunigungstechnisch nicht so der Hit gerade. Dazu dennoch noch der Tunnel und die vielen anderen Fahrer, da knickt das alles gerade wieder so ein bisschen ein hier. Aber der Tunnel ist ja gleich vorbei und wir mal sehen, dass es wieder besser wird. Hoffentlich. Mit ein bisschen Glück sind die vor uns so weit abgehauen schon, dass wir dann auch gleich unsere Ruhe vor uns, vor denen haben. So, Tunnel raus, deutlich besser. Mal gucken, ob die anderen noch in unserer Nähe sind. Nö, sehr schön. Aber erstmal wieder Ruhe. Tja, da fragen wir uns, wo kamen die alle her, wo wollen die alle hin? Mit ihren Solo-Maschinen. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wieso beschleunigt der LKW nicht? Puh, weil wir sogar noch langsamer. So, da vorne steht schon wieder einer quer. Ja, relativ viel Glück, die machen sich immer alle vor uns aus dem Staub. Die mögen die Farbe, glaube ich, nicht von unserem Iveco. Die hauen lieber schnell ab. Den brennt das zu sehr in den Augen. Oh, Geschwindigkeitsrausch. Wir kommen in Geschwindigkeitsrausch, ich dreh durch. Und nach wie vor kein Unfall, alles gut. Nur noch 20 Kilometer, das schaffen wir. Bob der Baumeister, schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Von hinten kommt der nächste angeprezelt. Ich hoffe, der übersieht uns nicht. Der war auch optimistisch mit dem Einscheren wieder vor uns. Der kommt schon wieder, so ein kleiner Hügel, ne? Macht nichts. Wir wollen ja nur im Level aufsteigen, damit wir uns eine vernünftige Hupe kaufen können. Das ist ja lächerlich. So. Prag ist auf dem Navi zu sehen. Sehr schön. Jetzt noch einigermaßen sicher durch die Stadt. Denn einmal kurz mal eingeparkt und schon haben wir es geschafft eigentlich. Ja, nebenbei noch der erste Aufenthalt hier im Park. So, ich glaube, da kommt kein. Ich habe zumindest keinen gesehen. Natürlich die Frage, die wir vorhin so alle getroffen haben, sind die jetzt auch alle hier? Oh, einen Blick riskieren. Gucken, wer alles da ist. Oh. So viele sind das jetzt nicht. Also nicht so viele, wie wir eben da mitten auf der Autobahn getroffen haben.
Eine Arbeitsagentur. Sehr schön. Der kann doch nur rot gehabt haben. Aber wir wissen, im Multiplayer, da haben nicht alle die gleichen Verkehrsregeln wie wir. Manche haben eindeutig andere. So. Einmal abbiegen. Ne? Nochmal vorsichtig um die Ecke, ob keiner da ist. Das scheint hier mal ruhig zu sein auf der Ecke. Da können wir sogar in Ruhe einparken, also. Werden ja so ein bisschen verwöhnt, neuerdings im Multiplayer. So. Mal zurück. Steht nicht ganz optimal so. Noch ein bisschen übers Eck reinzirkeln. Tja, steht schief, macht nix, sagt er. Mir soll's recht sein, ich muss das Ding ja nicht entladen. Gute Arbeit. Da steht wirklich, wir haben gute Arbeit gemacht. Ich glaube es nicht. Und ich glaube, wir sind sogar aufgestiegen im Level. Wahnsinn. Was machen wir? Fernfahrten? ADR? Hochwertige Fracht? Ah, ich glaube... Ah, ich weiß auch nicht. Ah, ich nehme mal erstmal Gefahrgut. Ich nehme jetzt erstmal Gefahrgut. Ja. Wir nehmen jetzt erstmal das Gefahrgut. Sparsame Fahrweise. Wer braucht das schon? Nicht wahr? So. Abgekoppelt hatten wir ihn ja. Achso, ja. Wenn man losfahren will, muss man übrigens, sage ich euch jetzt noch, immer den Gang anlegen, nicht so wie ich eben. Dann werden wir uns hier mal kurz in die Ecke stellen. Wie schön, es regnet. Fantastisch. So, hier werden wir eh keinen neuen Auftrag anscheinend kriegen, weil da vorne ist gar keine Markierung zu sehen. Stört uns jetzt aber auch nicht weiter. Tja, wollen wir mal gucken, was es so gibt an Fracht. So schön im Regenschauer haben wir eh gerade nichts anderes zu tun. Auftragsangebot. So, wir sind hier, ja, hier so. Und dann könnten wir mal gucken, wo es denn so hingeht. Ja, da ist ja vielleicht mal was nehmen, was nicht ganz so schwer ist, sage ich mal. Also nicht von der Fahrerei, sondern vom Gewicht her für unseren nicht so PS-starken LKW. Tja, aber da sticht mir jetzt nicht wirklich so viel ins Auge. 16 Tonnen? Geht der dann so hin? Nach Polen? Ah, nach Polen. Wir sind ja schon im Singleplayer bei der Staffel Over the Top in Polen. Ich glaube, wenn ich die hier aus dem Steinbruch hole, Steinbruch ist ja immer so schön steil, da werden wir gar nicht hochkommen. Schon gar nicht mit 22 Tonnen. Tja, Kiel waren wir aber auch schon. Dann wollen wir ja doch mal was nehmen, wo wir noch nicht so waren. Ja, ich glaube, während ich hier noch ein bisschen suche, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja. Was kommt denn immer zum Ende der Folge? Ach so, ja. Da kommt ja immer. Liked es, disliked es, abonniert es, teilt es. Ach, macht's ihr, was ihr wollt bei diesem Schiedwetter hier. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.